Der Weltraum, unendliche Weiten und Episoden. Heute bekommt ihr meinen Ersteindruck der ersten Staffel Star Trek The Original Series. Ich bin Nadia oder auch Nerdseeker und heute geht es endlich wieder um Star Trek, nachdem wir vergangene Woche etwas pausieren mussten. So eine Staffel irgendwie gebündelt als Ersteindruck zusammenzufassen, ist ehrlich gesagt auch gar nicht so einfach. Ich werde euch in den kommenden Minuten dieses Videos also versuchen, einige Dinge zu benennen, die für mich besonders stark hervorstachen. Die ich mochte, die ich nicht so mochte, aber so einen wirklich krass roten Faden gibt's wahrscheinlich nicht. Die erste Staffel TOS hat Stärken und Schwächen, aber eben auch seinen Charme und eine gewisse Unbeholfenheit. Allgemein betrachtet zeigen einzelne Folgen die Stärken des Franchises. Man muss natürlich bei einigen Filmfehlern heutzutage schmunzeln oder sich teilweise fremdschämen, aber das ist den damaligen Zeiten geschuldet. Ich habe mich sehr oft weggecringed. Und damit meine ich unter anderem den Schnitt bei gewissen Stuntszenen oder auch den Ton im Original. Wobei ich persönlich mit meinem Tonproblem auch nicht so viel über Ton sprechen sollte. Ein Gag nebenher, wir haben ein neues Mikro und versuchen das mit dem Ton zu fixen. Wir sind immer noch eine Two-Man-Show. Ich nehme auf, Killian, mein Editor, schneidet und skriptet mit mir. Da steckt viel Arbeit hinter und manchmal passieren dann eben Fehler wie mit dem Ton. Wir sind aber dran. Jedenfalls zu TOS. Damals waren die Möglichkeiten begrenzt und das hört man am Ton im Original. Ich habe sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch einige Folgen gesehen. Aber besonders fremdgeschämt habe ich mich allein schon dabei, wie man explizit sieht, dass William Shatner sehr oft nicht selbst gekämpft hat. Und ich meine, ich schaue das auf einem Fernseher. In den 60er, 70er Jahren hat man auf einem Röhrenfernseher gesehen. Da war alles noch in einem ganz anderen Format und auch deutlich verpixelter. Da hat man höchstwahrscheinlich nicht einmal ganz Gesichtskonturen gesehen. Dementsprechend sei es dem verziehen. Aber in der heutigen Zeit ist natürlich da, hier und da deutlich ein Schmunzler mit dabei. Ich gehe gleich auf starke und schwache Episoden ein, werde aber auch nicht jede einzelne besprechen. Was mir im Großen und Ganzen sehr stark aufgefallen sind Feinde und Planeten. Sehr vieles an der Erde angelehnt und oftmals eine Kopie der Erde und oftmals auch irgendwie eine Falle für die Menschen, die von höheren Gestalten in Empfang genommen werden. Und besonders zu Beginn der Serie, in der ersten Staffel, man weniger andere Rassen und Kulturen mitbekommt. Also es gibt zwar andere Planeten, die sind aber sehr menschenähnlich oder Kolonien der Starfleet. Und man kennt halt Spock, man kennt halt Vulkanier, man kennt Klingonen mit der Zeit. Und immer irgendwie sich selbst überstellende und smartere Wesen, die aber, wie soll ich das sagen, sich oft als Mensch verkörpern, um es Kirk und seiner Besatzung einfacher und angenehmer zu gestalten. Aber dahingehend ist die für mich irgendwie die Kreativität ein bisschen zurückhaltender, jedenfalls zu Beginn der Staffel. Und die deutlich schwächer für mich war als dann später die letzten Folgen, die so ins Finale gerutscht sind. Mit Ausnahme der Doppelfolge rund um Pike, wohlgemerkt, auf die wir noch ein bisschen mehr eingehen werden im Laufe des Videos. Und oftmals sind die Aliens auch irgendwie sehr kindisch oder sehr leicht zu überlisten. Und da gehe ich auch gleich noch auf einige Feinde noch näher ein. Eigentlich gehen wir jetzt im nächsten Schritt auf die Feinde näher ein. Ihr könnt mir sehr gerne euren Lieblingsfeind oder Hassfeind gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ich gehe mal so weit, die Behauptung aufzustellen, dass es für sehr viele Khan ist. Khan ist in der Serie auch sehr stark, ebenso für mich, stärker als im zweiten Film. Das ist, glaube ich, schon rauszuhören gewesen, nachdem ich meinen Ersteindruck über Teil 2, den Kinofilm, gemacht habe. Ich meine, wir haben sehr viele, wie ich gerade schon sagte, wir haben halt sehr viele Aliens oder eigentlich auch Kinder. Wir haben Charlie, der eigentlich nicht wirklich der Bösewicht ist, sondern einfach, ja, so seinen Willen haben will. Die Folge fand ich auch nicht so gut, darauf gehen wir aber gleich noch ein. Khan, der ein sehr starker Feind ist, sehr interessant und dementsprechend finde ich es an sich gut, dass der im zweiten Film eine so große Präsenz übernimmt, weil er einer der stärksten und tiefsten für mich entwickelten Charaktere ist. I'm Captain James Kirk of the United Starship Enterprise. Ah, so you are the captain of these brave lads. My greetings and felicitations, Captain. Absolutely smashing. Aber wir haben auch so jemanden wie Trelane. Ich weiß nicht viel über seinen Hintergrund. Ich habe
hier und da von meinem waschechten Trekkie schon gehört. Ist der vielleicht ein Q? Es wird stark diskutiert. Ich habe gar keine Ahnung von diesem Hintergrund und ob der vielleicht doch wichtiger ist oder auch nicht. Aber sowas wie mit Trelane, einfach Feinde, die Spaß haben wollen und die Menschen als, wie Kirk, als Spielzeug ansehen, das passiert häufiger, relativ zu Beginn, so sagen wir mal im ersten Drittel bis, ja, eigentlich fast schon über die Hälfte der Folgen. Und das ist das, was mich am Anfang oder wie gesagt, bis auf die Doppelfolge von Pike schon stark gestört hat, weil es mich eher gelangweilt hat, weil es zu einfach war oder nervig. Tatsächlich, so jemand wie Trelane, super nervig. Es gab natürlich nicht nur nervige Feinde wie Trelane. Ich mochte Horta als Feind. Es war auch mal ein anderes Wesen. Es war wirklich ein Wesen, ein Alien, was komplett anders war und vom Feind zu, ja, Mitwesen geworden ist. Und diese Behandlung eben, dieses nicht jeder ist ein Feind, was ich ja auch schon im ersten Star Trek Film so gut fand mit Voyager, dass man versucht, nicht in eine Feindschaft zu treten, sehr stark. Aber reden wir mal nicht über den Gorn, die Episode. Ich verstehe, warum es ein Meme ist, auch dieser Kampf. Die Gorn-Episode, ich weiß nicht. Ich verstehe, warum alle sagten, warte nur, bis du den Gorn siehst. Das haben sehr viele in meinem Twitch-Stream gesagt. Wie es übrigens nächste Woche weitergehen soll mit den Videos, weiß ich noch nicht, denn ich kann nicht in einer Woche eine gesamte Staffel schauen. Also theoretisch schon, aber ich schaffe es nicht. Ihr könnt mir gerne genauere Videowünsche vorschlagen. Ich bin gespannt, was ihr so vorschlagt. Sei es als Ersteindruck oder tatsächlich auch ein bisschen mit Hintergrundwissen, was ich selbst recherchieren würde. Keine Ahnung. Oder auch ein Ranking oder irgendwas in die Richtung. Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Kommen wir zu Folgen, die mir nicht so stark gefallen haben. Nämlich direkt zu Beginn schon Charlie X. Es ist mir zu kindisch, wie viel Kirk dem Jungen durchgehen lässt und wie sich alle auf der Nase herumtanzen lassen. Es hat schon gar nichts mehr mit Respekt zu tun, weil er ein Kind ist oder sonst was, sondern einfach, er nimmt sich halt zu viel her und es werden die Klischees, die heutzutage immer noch relevant sind, sehr stark bedient. Und ich habe mich nur amüsiert gefühlt, ich fand es einfach sau nervig. Genauso wie Miri. Eigentlich sehr viele Folgen, wo Kinder oder kindisches Verhalten an den Tag gelegt wurde. Auch Trelane einfach, weil es ein erwachsener Mann ist, der einfach spielen will. Und es ist saulästig. Und vielleicht liegt es auch nicht zwingend an den Charakteren, sondern einfach, dass das immer wieder wiederkehrt in den Folgen. Dass es ein kindisches oder, ja, nicht logisches Verhalten ist, wie Spock sagen würde. Spock wird mich wahrscheinlich mögen. Miri mit den Kindern, die auch viel zu kindisch sind. Also sie sind kindisch und das wird ja auch in der Folge erklärt. Ich mochte den Teil, wie Kirk und die Besatzung, die unten auf der Erde infiziert ist, unter Zeitdruck war. Aber die Kinder, die fand ich schrecklich. Auch wie Miri gefallen an Kirk fand, ist ein bisschen verwerflich, Bro. Ist schon ein klein wenig verwerflich. Auch schon damals, sorry. Und dann die Folge 10. Ich weiß gar nicht, wie die 10. Folge hieß, aber wo am Ende sich herausstellt, dass das feindliche Schiff von nur einem Wesen, was babyähnlich aussah, und spielen wollte, weil er Langeweile hatte und neue Menschen kennenlernen wollte oder neue Wesen, getrieben war. Der Reveal, mega nervig und es war schon wieder ein Kind. Es war irgendwie lächerlich für mich persönlich. Da habe ich tatsächlich, als ich darüber im Privaten sprach, den Vergleich zu Doctor Who gezogen. Doctor Who geht auch gerne mal in das super Überzogene. Doctor Who ist halt so. Aber sie bringen halt wirklich kreativere Ansätze, was Rassen oder eben auch ja dieses Banale mit sich bringt. So, okay, falls ihr Doctor Who gesehen habt und die neuesten Folgen von mit Nshuti Gatwa, gab es ja auch diese eine Space Babies Folge. Ich fand die schrecklich an sich, aber sie war kreativer umgesetzt als der Reveal des Babys in Star Trek. Um zu verstehen, was ich damit meine. Ich möchte natürlich jetzt nicht Doctor Who mit Star Trek vergleichen, um Gottes Willen, nein. Neben Trelane und Miri und den ganzen kindischen Verhalten gibt es auch ein sehr tierisches Verhalten in der 21. Folge mit Lantru und dem ganzen Planeten drumherum. Die Folge hat mir auch nicht wirklich stark gefallen. Das war sehr animalisch. Neben Lantru folgt dann Folge 24 irgendwann auf der Liste der Folgen, die mir nicht gefallen haben.
mit diesen Sporen und Samen oder wie man die Dinger nennt, wo die starke Gefühle in den Menschen und der Besatzung von Kirk hervorrufen, unter anderem auch Spock. Also eigentlich jegliche Folgen, wo die Frauen immer mit ihrer Emotionalität einherkamen und die Männer irgendwie eingelullt haben, haben mich genervt. Ist sehr klischeebehaftet, gab es ja nicht nur eine Folge, die so war. Ich weiß, es gehört zum Menschlichen und Emotionalität ist wichtig und dass man sehr oft auf Dinge verzichtet. Aus dem Standpunkt her ist das Thema nicht gerade unwichtig. Aber vom Ersteindruck hat mich diese Folge halt gelangweilt und eher genervt, als dass sie mich gepackt hat. Auch wenn Spock richtig Bock hatte. Und eine der letzten Folgen, die mir so ziemlich gar nicht gefallen hat, ist Folge 27. The Alternative Factor. Also das, was quasi eigentlich Richtung Spiegeluniversum geht. Es ist ein interessanter Ansatz, aber irgendwie war das too much. Ich konnte dem Ding nicht lang folgen und wollte dem auch nicht lang folgen. Ich fand es sehr langgezogen und hatte irgendwie keinen Atem. Ich meine, generell bin ich sehr froh, dass es zum Ende, so die letzten 10 Folgen, sage ich mal, bis auf die Doppelfolge mit Pike, mehr mit Tempo und Originalität und Kreativität zugenommen hat. Es wurde actionreicher und es wurde irgendwie wichtiger für alle und risikoreicher, was mich mehr gepackt hat beim Zuschauen. Aber nun mal zum Positiven, auch mal zum Schluss und nicht zu Beginn. Folgen, die mir sehr gut gefallen haben, neben der Doppelfolge mit Pike, wie gesagt, kommen eher zum Ende der Staffel. Actionreicher, anders, weil sie neue Sachen dargelegt haben, was mir zu Beginn halt eben gefehlt hat. Aber auch zu Beginn der Staffel gibt es einige Folgen, die mir gefallen haben. Allein die Spaltung von Kirk in Folge 5. Das Gute und das Schlechte. Das Konzept war halt super interessant und das Acting ist vor allem super, super gut. Die Folge 7 mit den Druiden, wo sich herausgestellt hat, dass man eine Seele in einen Druidenkörper stecken kann, sozusagen, wo sie Kirk quasi... Es ist eigentlich fast schon wieder eine Wiederholung von Folge 5, wenn man bedenkt, dass Kirk dem wieder zum Opfer fällt. Aber das ist so eine Thematik, die auch heute relevant ist. Eben sowas wie KI. Oder auch, ich meine, allein Walt Disney hat sich einfrieren lassen in der Hoffnung, dass man ihn irgendwann wiederbeleben kann. Es ist freaking weird, aber die Folgen haben halt immer noch eine Relevanz bis heute. Und das finde ich so faszinierend. Star Trek war damals definitiv allem voraus. Und man kann Themen definitiv noch nachempfinden und sollte man auch nachempfinden können, noch immer heute. Und ja, das sind so hervorstechende Sachen für mich einfach. Wahrscheinlich werden mir nicht viele zustimmen, wenn ich sage, Folge 13 hat mir gefallen mit Caridian und dem ganzen theatralischen Shakespeare-Gedöns. Es ist halt so ein bisschen Crime-Noir-mäßig, weil ist er es nicht, diese Hinterfragungen und dann am Ende doch noch ein Plot-Twist mit seiner Tochter. Aber ich mag Shakespeare, ich studiere Schauspiel. Ich bin gerade dabei, tatsächlich auch ein Shakespeare-Stück zu lesen und teilweise zu inszenieren für ein Bühnenprojekt Mitte Januar hier in Berlin. Von daher hat mich das sehr gepackt und ich fand es super interessant, weil gut, Shakespeare quasi im Jahre 2000 irgendwas, 2100, 2200, schlag mich tot, ich weiß gerade nicht die genaue Jahreszahl, wo Theo es spielt, war irgendwie spannend, war schon irgendwie cool. Generell immer, wenn die Besatzung oder Kirk mit alten Sachen in Berührung kommen, wie sowas eben wie, das hat so damals funktioniert oder das ist sehr angelehnt an die 1920er. Das kommt ja noch in einer der vorletzten Folgen. Ist halt witzig, weil in den 60ern war das noch nicht so alt für die Leute und für uns jetzt ist es alt. Die haben das damals in den alten Zeiten schon zukünftig betrachtet und das gibt mir gerade selber so ein bisschen einen Wirbel im Kopf, aber es ist einfach, ja, allem voraus. Die für mich nächste gute Folge ist erst einige Folgen später, nämlich Folge 19, die Zeitreise, wo sie zufällig auf die Erde fast stranden und dann dieser US Air Force Pilot dann hochgebeamt wird. Und wie sie dann versuchen, alles wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen, damit sie die Zeitlinie nicht verändern. Zeitreisen finde ich halt immer super komplex und super interessant. Deswegen liebe ich auch Marvel, Multiverse of Madness, alles um Zeit und Doctor Strange herum. Aber das Konzept einer Zeitreise oder verschiedener Timelines und Zeitsträngen ist ja schon damals in den Köpfen der Kreativen gewesen. Und deswegen hat es mich so gepackt. Das ist dann meine persönliche Präferenz. Wenn man auch da
im Vergleich bemängeln könnte von meiner Seite, oh, sie bedienen sich wieder der Erde und nicht neuen Kulturen. Aber das Konzept der Zeitreise ist halt so interessant. Wenn auch sicherlich sehr viele Denkfehler und Plotfehler dabei sind, die ich jetzt nicht so stark beachtet habe, weil ich erstmal nur diesen Ersteindruck für mich haben wollte. Irgendwann, wenn ich alles gesehen habe, mehrfach und dreifach, werde ich höchstwahrscheinlich anfangen zu sagen, das ergibt gar keinen Sinn und das ergibt gar keinen Sinn. Wie soll das denn plottechnisch funktionieren? Was es kann und was es nicht kann? Aber an der Stelle sind wir noch lange nicht. Irgendwann vielleicht. Gib mir so 2 Jahre. Haltet es noch 2 Jahre mit mir aus. Die Folge danach gefällt mir auch sehr stark. Die Folge, wo Kirk quasi vor Gericht ist wegen eines toten Besatzungsmitglieds. Mit großem Plot-Twist. Plot-Twist, er ist nicht tot, er will Rache ausüben dafür, dass er ihm seine Karriere zerstört hat zu jungen Jahren, als Kirk noch an der Academy war. Es ist halt ein Courtroom-Drama. Das ist auch das, was mich an der Doppelfolge mit Pike so interessiert hat, ist eben, ich finde, actionreich ist oftmals gut, aber man kann in Dialogen, in Face-to-Face-Dialogen manchmal so viel Spannung und ja, wie soll ich das sagen? Nicht Risiko, wie nennt man das im Schauspiel? Ich kann das euch gar nicht so richtig erklären, aber ich muss es im Englischen sagen. The stakes are high. Also in dem Sinne, in Deutsch, es steht halt sehr viel auf dem Spiel. Und das merkt man bei den Charakteren und bei der Besatzung, sowohl bei Pike, Spock, der sich super weird verhält, eine Doppelfolge, die so auch untypisch ist, wie ich gehört habe. Ich mag aber Doppelfolgen. Ich mag generell lange Staffeln. 29 Folgen sind ein bisschen viel, ja. Aber früher habe ich auch 22 Folgen lange Serien geschaut. Und das mag ich an sich. Ich mag auch Filler-Folgen. Passiert hier und da, ist auch wichtig. Aber ein gewisser Strang ist dann zum Ende hin schon zu erkennen. In der Doppelfolge, und da ist ja auch eigentlich ein Courtroom-Drama. Man weiß nicht, was Spocks Motive sind. Man sieht nur, dass Pike irgendwas zu verbergen hat. Und auch da haben wir natürlich übernatürliche, überstarke Wesen, die Menschen als niedriger ansehen, aber man sieht sie von Beginn an eigentlich in ihrer richtigen Form und was deren Motive sind. Und ich fand sie nicht langweilig, die Doppelfolge. Und ebenso wenig die 20. Folge, wo es darum geht, dass Kirk verurteilt wird oder nicht und die Fehler und die Aufzeichnungen und wie sich dann später herausstellt, dass da halt eben dieser Plot-Twist drin ist. Und es geht einem halt sehr nahe. Auch tatsächlich das Kind, also die Tochter des angeblich toten Besatzungsmitglieds, gibt dem Ganzen Tiefe und Nähe und vor allem Charakter. Ich meine, Kirk ist halt der Hauptcharakter und er hat sehr viel Spotlight. In der Folge auch sehr viel gutes Spotlight. Hat mir gefallen, ja. Eine Folge, bei der ich mich sehr stark aufgeregt habe, folgte kurz darauf, nämlich Folge 23, wo es um die simulierten Kriege zwischen zwei Nationen geht. Die Kriege, die simuliert wurden, und dann wurden Menschen in Kapseln geschickt, um sie zu töten. So wurden Menschen getötet, sehr viele, ohne dass halt die Flora und Fauna und die anderen Menschen wirklich drumherum, die nicht sterben mussten, gestorben sind. Super, super verwerflich, absolut. Aber warum ich mich aufgeregt habe in dieser Folge war, wie Kirk eingegriffen hat. Wie er einfach auf Rambo gemacht hat, zu entscheiden, dass das falsch ist, dass das dämlich ist und dass sie einen richtigen Krieg führen sollten, um herauszufinden, was das überhaupt bedeutet. Warum nimmt sich Kirk dieses Recht, dort einzugreifen? Also ich habe mich richtig stark aufgeregt und war richtig abgefuckt. Danach wollte ich nicht weiter gucken. Danach habe ich gesagt, nee, ich gucke jetzt nicht die 24. Folge. Ich brauche heute Pause. Und dann muss ich sagen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist eigentlich möchte ich eine Reaktion wie diese, über die ich nachdenke, die mich mitreißt, auch im Negativen, wo ich sehe, die Folge war nicht scheiße. Nein, im Gegenteil, die Folge war super gut und sie hat etwas in mir hervorgerufen, das mich zum Nachdenken gebracht hat. Und nach einiger Recherche, nachdem mir zugetragen wurde, dass das dann später nochmal aufgegriffen wird, genau das, was ich eben kritisiert habe, ist in TNG mit der Prime Directive. Ich habe mir den Ausschnitt angeschaut aus einer der Folgen mit Data, der mit einem Mädchen kommuniziert und wie man dann versucht, ob man eingreift oder nicht. Wie sie da im Saal sitzen, das war jetzt nur ein Ausschnitt der Folge, den habe ich gesehen. Genau das, was dort in der Diskussion steht, ist mein Kritikpunkt an das Verhalten von Kirk. Aber das Scripting, also das Storytelling und die Umsetzung der Folge sind halt stark, weil sie genau das provozieren, diesen Gedankengang, weil ich mir auch sicher bin, dass nicht nur ich diese Auffassung habe. Gut, ich schaue das jetzt. In den Jahren des Origins der Serie hat das natürlich einen anderen Hintergrund. Ich meine, irgendwie hat
Kirk dann auch die Klatsche zurückbekommen, einige Folgen später, nämlich in nämlich mit Folge 26, wo er auf Organia ist und da die Klingonen angreifen und besetzen. In einer angeblich primitiven Gesellschaft, die aber allen voraus ist. Und im Prinzip geschieht eben das, die Gesellschaft bzw. die Leute dort greifen ein, um einen Krieg, einen Aggressionsausbruch zu vermeiden. Sie erscheinen primitiv und unterwürfig, aber das sind sie nicht, sondern einfach eigentlich auch allen voraus. Und da kriegt Kirk quasi die Klatsche zurück. Und deswegen gefällt mir die Folge auch, weil sie eben in die gesamt andere Richtung geht. Und wir bekommen die Klingonen, was ich sehr nice finde. Einfach aus dem simplen Grund, dass wir andere Rassen kennenlernen, die auch optisch anders aussehen. Ich brauche jetzt nicht in jeder Folge komplett neue Planeten und komplett neu aussehende Geschöpfe. Versteht mich nicht falsch. Vergleichsweise hat die erste Staffel aber deutlich weniger, als ich geglaubt habe, dass sie haben würde, wenn ich mir andere Franchises in diesem Sci-Fi-Genre anschaue. Folge 25, also die Folge davor, hat uns Horta gegeben. Und ich mag Horta. Horta ist zwar, sorry, hässlich. Ist ein hässliches Pet, auch in Star Trek Online. Aber endlich mal ein Wesen, das anders kommuniziert hat, was auch eben Spock dazu gebracht hat, seine Fähigkeiten zu nutzen, anderweitig. Ich mag halt die Folgen, wo es Mystery gibt, bis man versteht, was genau passiert. Wenn man es nicht direkt vorgetragen bekommt. Ah, so ist das. So steht es geschrieben, also so ist es. Sondern, dass wenn alle drumherum irgendwie erst verstehen müssen, was passiert. Wobei mich das sehr stark an Alien erinnert hat. An den Xenomorph mit der ganzen Säure und Co. Ob da ein bisschen die Franchises miteinander, voneinander Inspiration gezogen haben, würde mich ja interessieren, weil es ist schon recht spannend. Ich dachte mir die ganze Zeit so, ah, erinnert mich an etwas. Hab direkt Trauma von Alien Isolation gehabt. Wie halt die Besatzungsmitglieder oder Kolonisten und Arbeiter da in den Minen Stück für Stück umgelegt wurden von diesem säurehaltigen Geschöpf Horta. Zu guter Letzt noch die letzten zwei Folgen. Einmal die Folge, wo Can't be a machine as we understand mechanics. And what is it? A question. Since before your sun burned hot in space and before your race was born, I have awaited a question. McCoy in die Vergangenheit durch ein Tor springt und Kirk und Spock hinterhergehen. Ja, auch da an sich eigentlich ist es rückständig und nicht zukunftsorientiert, weil sie gehen ja in die Vergangenheit zurück. Aber es geht halt wieder um Zeitlinien und damit packt man mich. Dass man den Verlauf der Zeit beibehalten muss, damit alles so passiert, wie es passiert, zu dem Punkt, dass die Besatzung wieder auf die Enterprise hoch kann, dass McCoy nichts verändert, egal wie schrecklich Dinge widerfahren sind der Menschheit, aber am Ende des Tages ist das alles passiert und wir stehen, wo wir stehen. Ich stehe hier und mache dieses Video. Und das wäre höchstwahrscheinlich nicht passiert, wenn all das, was in der Geschichte der Menschheit passiert ist, nicht passiert wäre. Für 2 Uhr nachts, wie ich dieses Video gerade aufnehme, sind das schon hart krasse, komplizierte Gedanken und ich merke, wie schwer es mir fällt, diese wirklich gut zu greifen. Aber das ist das, wo ich auch meine, da steht super viel auf dem Spiel. Ich merke die Zerrissenheit von Kirk auch, der sich verliebt. Und da ist, glaube ich, das erste Mal, wo ich ihm abkaufe, er hat sich verliebt. Klar, auch da muss ich sagen, schnulzig, weil es werden immer wieder die gleichen Methoden angewendet. Es gibt immer gewisse Passagen, Musik unterlegt, wo man weiß, okay, jetzt wird's schnulzig. Jetzt heißt es, dass das, was gerade gesagt wurde, irgendwas Böses wird folgen. Oder es ist freudig und gleich kommt ein positiver Plot-Twist. Es ist nur ein Witz. Also die Musikunterlegung ist schon ziemlich strategisch funktionell genutzt. Und dann haben wir noch die allerletzte Folge, Folge 29, die mit den, ja, wie nennt man die Dinger, diese Schaben? Ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißen, aber die letzte Folge der Staffel, wo auch sehr viel auf dem Spiel steht, wo die wenigen Überlebenden quasi einen Zeitstempel aufgedrückt bekommen, auch Spock. Und wie kann man das Virus bekämpfen? Auch wieder Mystery, die Lösung ist nicht offensichtlich und die Zeit drängt und man kommt wieder, ich meine, ich habe halt die Filme schon gesehen, ne? Und da denkt man wieder zurück an den Teil, wo Spock von uns gegangen ist, weil Spock auch hier wieder in Gefahr ist und ich fühle da definitiv mit und das war ein schönes Finale. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich nicht sogar die 28. Folge krasser fand als die 29. Aber das ist jetzt wirklich sehr Piesackerei im Detail.
ich bin allgemein sehr gespannt, wie ihr diesen Ersteindruck findet, weil ich wirklich nicht weiß, wie ich den balancen kann. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was gut war, wo ihr mehr Tiefe wollt. Weil allgemein besonders positiv hervorzuheben für mich ist die Dynamik zwischen den Charakteren. Sie bekommen ihre Tiefe und ihren Aufbau über die Staffel hinweg, über die Folgen hinweg und eben das Zwischenmenschliche oder Zwischenwesenliche. Vor allem halt Kirk, Spock und McCoy. Aber auch Sulu bekommt hier schon seine Spotlights, genauso wie Uhura und einige andere Crewmitglieder, die hier und da mal mehr auftauchen. Ich bin auch noch sehr gespannt, wie das alles in Staffel 2 weitergeht. Ich habe ja noch 2 Staffeln vor mir, bevor ich dann TNG gucken kann. Wie gesagt, nächste Woche kann ich euch nicht die 2. Staffel wieder in Worte fassen, weil ich es nicht schaffe, die 2. Staffel zu schauen. Dafür bin ich zu viel unterwegs innerhalb Berlins. Falls euch interessiert, was ich so mache, folgt mir gerne auf Instagram. Ich heiße dort genauso wie hier. Ihr unterstützt mich mit eurem Follow und euren Views. Ich bin auch sehr dankbar für alle, die durch Star Trek hier sind und andere Franchises hier sind. Und wünsche euch, ja, eine gesunde Woche, je nachdem, wann ihr das nächste Video von mir schaut. Bleibt gesund, schaut euch in der Infobox in den Links oben. Und ich bin gespannt auf euer Feedback und eure Lieblingsfeinde und Lieblingsfolgen der ersten Staffel. Liebe Grüße und bis bald.